So, gestern haben wir ja die eine Mission abgegeben. Ich habe mich jetzt eingeloggt. Hier ist eine Quest erschienen. Gesunde Verteidigung. Schlagt die Streitkräfte der Horde zurück, die den Tiragardesund angreifen. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Weltquest ist oder ob das hier dazugehört. Wir gehen erstmal hier drauf. Einmal die Mission. Oder die Missionen. Das war die nicht. Sehr schön. Das war die auch nicht. Weiter. Das war die Spionage in der Reißzahnfeste. Weiter. So, wir geben erstmal die Quest ab. Um euch ranken sich mehr und mehr Legenden. Ausgespäht. Quest beenden. Der drohende Sturm. Meldet euch bei Jaina Brachtmeer in der Nähe von Burg Brachtmeer in Borallus. Unser Werk hat Ehre Okay. gemacht. So, dazu müssen wir hier hoch. Einmal zum Flugpunkt. Ahoi! Immer schön Und auf hier Kurs. rüber. Ja, es gab auch wieder eine Aktualisierung. Keine Ahnung, was sie da jetzt schon wieder aktualisiert haben. So, was müssen wir. Moment, wo war das? Ach, Hordenangriffe. Ja, das sind diese Szenarien. Das müssen wir jetzt nicht machen. Weil da muss man ja nur Weltquests machen. Oder Quests, die normalerweise Weltquests sind, die jetzt dazugehören. Und ja. Vor uns liegt ein langer Weg. Vergeltungsmaßnahmen. Findet Kelsey Stahlfunken im Sturmsangtal. Die Allianz wird bestehen. Also, wieder zum Flugmeister. Das hätte der andere auch sagen können, oder? Klar zum Entern. Augen immer am Horizont. Hierhin müssen wir. Von wo aus reiten wir? Boah. Sucherwarte? Nee. Hier. Totenschwemme. Das glaube ich am einfachsten von dort aus hinzureiten. Hordenangriffe im Tiragardesund. Da gab es doch auch einen Erfolg für, oder? Hier gesunde Verteidigung. Gehört sogar dazu. Wie lange ist es noch gültig? 5 Stunden. Ich bin am Überlegen, ob wir das direkt danach machen. Vier Stück müssen wir machen. Ja, wir gucken dann mal. Also wir gucken dann mal, ob wir die dann in einer der nächsten Folgen machen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir hierfür brauchen. Ansonsten vielleicht morgen. Schauen wir einfach mal. So, wir sind gleich da. Ja, hier drüben ist auch wieder eine Quest. Keine Ahnung, wie lange das gehen soll, bis man die Quest endlich fertig hat, alle. Hier können wir unsere Belohnung mal wiederholen. Winziger Geldbeutel. Und Notiz von Leo. Noch habe ich einen Anteil des Schatzes nicht, vielleicht nächste Woche. Genau. Als ob du mir jemals meinen Anteil gibst. Ich glaube, da kann ich lange drauf warten. So, wir müssen hier hoch. Hier vorne dann links.
schon hier mal ein bisschen ausräumen. Weil wir brauchen ja nicht so viele Reittiere. Den brauchen wir zum Beispiel nicht. Den brauchen wir nicht. Den hau ich mal hier hoch. Luzider Albtraum. Ja, wir können den mal drin behalten. So. Und hier ist Kelsey. Kann ich euch helfen? Das weiß ich nicht. Im Einsatz vermisst helfverletzten Spion im Sturmsangtal. Und die fehlenden Bauteile sammelt geborgene Teile von den Streitkräften der Horde. Also wir brauchen 8 geborgene Teile und 5 Ding brauchen wir. Können wir direkt hier uns die holen. Leben haben wir denn 113.000 Sauerei. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, was ist das Große? Das Große ist geborgene Bauteile. Ach, hier gibt es auch kleinere Einheiten. Das ist gut zu wissen. So, 2 Stück. Und die haben auch weniger Leben. Heißt, wir greifen nur noch die Holzfäller an. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, wo die sind zum Heilen. Die Horde ist hier halt auch vertreten. Ich glaube aber, die machen andere Quests. Weil die greifen ja nicht ihre eigenen Leute an. So, da drüben ist noch einer. Und hier ist noch einer. Ja, mal hoffen, dass die beiden die letzten Teile haben, die wir brauchen. Wir machen hier noch ein bisschen Schaden mit drauf. Können wir nämlich auch mit plündern. So, das haben wir. Hallo?
Gut, wir haben alle geschafft. Dann können wir zurück. Ist aber ein sehr schneller Respawn hier. Huch, seid ihr aber groß. So, bitteschön, bitteschön. Auf in höhere Lagen. Treff Kelsey Stahlfunken auf dem Hügel südlich der Reißzahnfeste. Alles klärchen. Also einmal hier durch. Kommen wir da hinten überhaupt entlang? Ja, irgendwie müssen wir ja da hochkommen. Können ja nicht fliegen. Seid gegrüßt. Beenden. Lausche auf. Verteidigt Kelsey Stahlfunken im Sturmsandtal. Ich halte euch den Rücken frei. Hallo? Und wie viele Wellen kommen? Ich sag 4. Oder auch nur. Na, obwohl. Na, doch, das müsste der letzte sein. So, das war das. Nutznießer. Mission auf Messerschneide. Findet Matthias Shaw in der schreienden Grube oberhalb der Reißzahnfeste. Darüber jetzt. So, wo müssen wir hier hoch? In der schreienden Grube heißt, hier müssen wir hoch. Ja, nervt mich nicht, Leute. Hallo? Ah, hier. So, was? Giles Todesstoß getötet, okay. So, das war der. Folgt Shaw. Ich bin da. Mein Name ist Shaw. Echt? Matthias Shaw. Eine feindliche Versammlung. Beobachtet die Versammlung der Horde. Hallo? Hallo?
Ich bringe schlechte Neuigkeiten. Anscheinend haben wir Verräter unter uns. Die meisten hier haben nichts zu befürchten. Doch ist Derek Prachtmeer nicht allein nach Kul Tiras entkommen. Er hatte Hilfe. Nicht wahr? Zählin. Stopp! Ich habe Derek zu seiner Familie zurückgeschickt. Ihr habt ihn zum Verlassenen gemacht. Wolltet aber seinen Geist knechten. Seinen freien Willen rauben. Ich konnte bei einer solchen Untat nicht einfach tatenlos zusehen. Danke für eure Ehrlichkeit. Banshee! Sind wir für euch nichts als Marionetten? Ihr begeht Verrat an der Horde. Nicht ich. Er. Genau wie ihr. Ergreift ihn. Auch andere werden euch durchschauen, Sylvanas. Ihr werdet die Horde zugrunde richten. Schwäche hat in unseren Reihen keinen Platz. Vergesst nicht, wem ihr dient. So erbarmungslos habe ich selbst die Banshee noch nicht erlebt. Das war eine Nachricht an den Rest der Horde. Dissidenten werden nicht geduldet. Berichtet der Lord Admiralin, was wir herausgefunden haben. Ich kehre später zurück. So, erstattet Jaina Prachtmeer an Bord der Erlösenden Winde in Borallus Bericht. Also, so langsam glaube ich, Thrall müsste mal wieder zurückkommen. Seinen Platz bei den Erdenwächtern, also ihren Ring, aufgeben und die Horde wiederführen. Was Sylvanas da macht, das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Gut, wir einmal zurück hier zu lecker mio. So, da ist Jaina. Die wahre Hallo? Schlacht liegt vor uns. Beenden. Bane hat uns Derek zurückgebracht und damit Mitgefühl und Ehre bewiesen. Ich fürchte, er wird das mit dem Leben bezahlen. Lange hatte ich Mitleid mit Sylvanas wegen dem, was Arthas ihr angetan hat. Doch die einstige Heldin ist nicht mehr. Vielleicht erkennt die Horde das auch. Wenn wir den Krieg beenden wollen, müssen wir sie zur Strecke bringen. So, Fortsetzung folgt. Heißt, wir sind momentan auf aktuellem Stand und ja, Neues kommt jetzt nichts dazu. Mit dem Hordenangriff im Tiragadesund. Ich bin gerade am Überlegen. 4 Weltquests. Das müsste dann auch die 7. Folge jetzt im aktuellen Content gewesen sein. Ja, wir machen morgen diese 4 Weltquests und dann machen wir übermorgen mit unserem Horden-Dudu weiter. Dann bis morgen.